Guten Morgen! Ich möchte heute über den Schmerz reden. Ein Gefühl, was in meinen Augen, in den Augen der Gesellschaft viel zu negativ interpretiert wird. Schmerz ist unpopulär, soll schnell weggehen und ist nicht erwünscht. Aber wie kann man erwarten, sich mit der Natur verbunden zu fühlen, was ja das Ziel vieler Menschen ist, wenn man ganz natürliche Gefühle einfach als unerwünscht abstempelt? Der Schmerz ist nichts, was der Mensch geschaffen hat, sondern ein Grundgefühl, ein ganz natürliches Grundgefühl, genau wie die Liebe. Es folgt gewissen Regeln und hat ganz klare Funktionen. Der Schmerz ist für uns als Mensch ein natürlicher Signalgeber und bietet Orientierung. Wenn ihr die Hand ins Feuer haltet, dann sorgt der Schmerz eben dafür, dass ihr eure Hand wieder wegnehmt und nicht die komplette Hand quasi verkohlt. Wenn irgendwo im Körper Schmerzen existieren, dann wisst ihr ohne Röntgen, ohne Ultraschall oder MRT, da stimmt irgendwas nicht. Schmerz gehört zu unserem Leben einfach dazu. Warum also nicht ihn einfach annehmen und akzeptieren? Natürlich wird Schmerz, gerade wenn man einer chronischen Krankheit leidet oder gerade von Krebs aufgefressen wird, als massive Belastung wahrgenommen, ne? Aber daran ist nicht der Schmerz schuld, sondern die Krankheit. Der Schmerz folgt klaren neuronalen Regeln und ist an sich nichts, was euch schaden will. Sondern der Schmerz will euch helfen. Der Schmerz ist quasi euer Licht in der Dunkelheit. Es ist für mich immer wieder so bestätigend, wenn ich die Menschen über den Schmerz lamentieren höre und nicht über den Grund, warum der Schmerz überhaupt existiert. Genauso wie sich die Menschen über einen Bürokraten hinter dem Schreibtisch aufregen und ihn sogar beleidigen, obwohl der Grund die Bürokratie ist und nicht das ausführende Organ. Was kann denn eine Ampel dafür, dass sie wieder kurz bevor ihr sie passieren wollt, auf Rot gesprungen ist? Die Ampel unterliegt genauso klaren Regeln wie auch dem Schmerz. Bei der Ampel ist das dann halt einen gewissen Abstand, ne, schaltet sie auf Rot. Das muss man einfach akzeptieren. Das sind die Regeln. Hört doch echt bitte mal auf, den Fokus eurer Unzufriedenheit auf die Folgen zu lenken, sondern fokussiert auf die Ursache. Das ist viel produktiver. Geht bei Krankheiten, und da stimmen mir sicherlich auch viele überein, nicht darum, den Schmerz zu lindern, sondern die Grundlage, warum unser Nervensystem uns so leiden lässt, zu finden. So, und ja, entsprechend, man kann natürlich sagen, wenn der Schmerz ganz groß ist und so weiter, dann ist man so, ja, beeinträchtigt, kann nicht mehr denken und so weiter, dass man da den nicht mehr aushalten kann und dann eine Schmerztablette nehmen sollte. Ja, okay, na klar, das ist in Ordnung. Na, dann nehmt eine Schmerztablette, wenn ihr den Schmerz nicht mehr aushalten könnt. Aber denkt nicht daran oder seht nicht den Schmerz als das, was ihr bekämpfen müsst. Sondern das ist, also bekämpfen müsst ursächlich, sondern das, was ihr also doch temporär bekämpfen müsst, sondern die Krankheit, das ist das Entscheidende. Der Schmerz ist, und ich wiederhole mich da sehr, sehr gerne, ein natürliches Gefühl, das uns im Einklang mit den Energien dieser Welt schwingen lässt. Eine Abkehr oder ein generelles Unbehagen gegen ein natürliches Gefühl führt dazu, dass man sich von der Natur entfremdet. In vielen Naturvölkern gibt es noch Rituale, die mit Schmerz verbunden sind. Wo wir sagen, oh, das könnt ihr doch nicht machen. Da geht es nicht darum, die Menschen zu ärgern oder irgendwie zu schädigen, sondern darum, sich mit der Natur zu verbinden, um im Leben zu schwingen. Viele Spirituelle reden immer nur von Liebe und Harmonie, aber der Schmerz gehört zur Harmonie dazu, das erwähnen sie aber nicht. Schmerz gehört zu Liebe dazu. Jeder, der wahrlich echt einen Menschen geliebt hat oder liebt, wird wissen, dass man Liebe nicht ohne Schmerz haben kann. Liebe, die eine starke Verbundenheit darstellt, sorgt dafür, dass, wenn derjenige, den man liebt, Schmerzen hat, dass man dann auch Schmerzen hat. Wenn der Geliebte leidet, dann leidet auch man mit. Schmerzen sind in der Natur auch allgegenwärtig. Im Tierreich, wenn Tiere einander jagen und essen, in rivalisierenden Kämpfen um die Gunst des Weibchens oder wenn durch Naturereignisse Tiere leiden und sterben, das ist nichts Negatives. Das kann nichts Negatives sein, wenn es etwas Natürliches ist. Unser Geist, unser Denken macht daraus etwas Negatives. Genau wie mit dem Tod. Seht ihr auch zu meinem Video in den Infokarten. Schmerz ist gut, denn es ist ein unvermeidlicher Bestandteil der Natur. Und so sehr wir uns dagegen sträuben und ihn missbilligen, desto mehr entfremden wir uns von der Natur, bekommen geistige wie körperliche Krankheiten. Und der Schmerz und damit das unangenehm wahrgenommene Gefühl wird sich immer mehr in unserem Geist und in unserem Körper auch manifestieren. Nur wenn wir all die Dinge, die natürlich sind, bedingungslos akzeptieren, haben wir die Chance auf das Gefühl der tiefen Verbundenheit mit dem Universum. Alles andere ist Illusion. Und wie können wir uns auch mit etwas verbunden fühlen, was wir gar nicht wollen? Eine gute Übung, um seine Blockaden bezüglich des Schmerzes aufzuheben, sind kleine schmerzhafte Selbstversuche, um ein neuronales Netz der Ursache und Wirkung und damit der natürlichen Rolle des Schmerzes zu generieren.
Nehmt eine Gabel, piekst euch einfach in den Unterarm und beobachtet das und realisiert, dass der Schmerz eben nur dann existiert, wenn ihr mit der Gabel in den Unterarm stecht. Immer wenn ihr die Gabel in die Luft hochhebt, da ist ja kein Schmerz mehr da. Wenn sie aber wieder anfängt, die oberen Hautschichten zu verletzen, dann kommt der Schmerz. Das klingt trivial, aber wenn ihr häufig diese oder gleichartige Übungen macht, dann realisiert und spürt ihr auch, dass der Schmerz nichts Schlimmes ist. Und ihr akzeptiert ihn als eine Folgeerscheinung und seid dankbar dafür, dass es ihn gibt. Die Gabel und die Faust, die sozusagen die Gabel in den Arm reinrammt, das ist das Problem, nicht der Schmerz. Und so häufiger ihr diese Übung wiederholt, umso mehr tut sich ein neuronales Netz bilden. Das Video zu neuronalen Netzen findet ihr oben, wenn ihr damit noch nichts anzufangen wisst. Auch wenn in der westlichen Medizin die Akzeptanz positiven Gedankenguts schon festgestellt ist, ist es nur trotzdem sehr schwer quantifizierbar, weil dieses Schmerz als etwas zu akzeptieren ist eine Form von Positivität, weil man dann kein Negativ, kein Groll gegen dieses körpereigene Warnsystem hegt. Man weiß zwar, dass, wie gesagt, in der Wissenschaft, dass dieses Opferdenken oder negative Gedanken katalysierend auf einen negativen Krankheitsverlauf wirken, aber, und das ist das Problem, man kann dies nicht genau beziffern in der Wissenschaft. Und es ist lediglich eine empirische Beobachtung und daher ist es noch nicht ganz so in dem Fokus der Ärzte oder der Menschen, wie es eigentlich sein sollte. Aber auch alleine dieser Umstand, dass man besser heilt und Krankheiten mit positiven Gedanken stärker gegenübersteht, auch wenn man das nicht quantifizieren kann, aber dieser Fakt an sich, der ja da ist und der auch bestätigt wird, da sollte Motivation genug sein, den Schmerz als das zu sehen, was er ist. Etwas Grundpositives. Und aus meiner vielfältigen Erfahrung im Bereich der Sexualität kann ich auch von der Seite her sagen, dass Schmerz etwas ist, was lebendig und vitalisierend machen kann, was die Intensität von Erfahrungen erhöht und was, wenn einmal dieses Stigma des Unerwünschten abgelegt wird und man die Natürlichkeit des Schmerzes umarmt, auch durchaus erregend sein kann. Denn Erregung ist nichts anderes als eine intensive Stimulierung des Nervensystems, genau wie es de facto beim Schmerz der Fall ist. Nur unser Denken unterscheidet in Gut und Böse, Erregung und Schmerz, weil eben der Schmerz immer mit Krankheit und damit etwas Unerwünschten assoziiert wird. Aber begebt Euch auf die Reise zu einer Verbundenheit mit der Natur, experimentiert mit dem Schmerz und lernt ihn als Folgeerscheinung kennen oder eben auch als positives Stimuli. So oder so hilft Euch das bei Krankheiten, in der Situation dann auf die Krankheiten dann zu fokussieren und den Schmerz einfach eben als diese logische Folge wahrzunehmen und damit selber besser zu heilen. Ich wünsche Euch einen schmerzhaften Tag und die damit verbundenen positiven Erfahrungen. Bis morgen, Euer Christian. Tschüss.